Liebes Publikum, wir freuen uns sehr, euch heute begrüßen zu dürfen zum letzten Vlog vor der Sommerpause. Wir sind heute ein bisschen albern unterwegs, deswegen ist das schon der fünfte Anlauf, aber ihr werdet vielleicht hinterher noch ein paar Making-of-Bilder davon sehen. Ich freue mich sehr, dass der Christian, unser Tonmeister, der sonst an sich immer da drüben sitzt, wo jetzt der Andreas sitzt, dass der heute mal vor die Kamera gekommen ist, weil wir wollten ihn euch gerne mal zeigen. Wir haben ja doch viele Fragen auch zu ihm bekommen.
Lieber Christian, vielen Dank, dass du dich heute bereit erklärt hast, auf dieser Seite des Tisches Platz zu nehmen. Also zum einen müssen wir erstmal mit einem ersten Vorurteil oder Fragen aufräumen. Die Kuchen, die hier stehen, weil ihr nie jemand essen seht, die sind natürlich echt. In dem Fall jetzt hast du den gemacht. So ich möchte mich aber bei der Gelegenheit auch ganz, ganz herzlich bedanken bei der Gundi, bei meiner Frau, die auch viele Kuchen macht und wir wechseln uns da immer so ein bisschen ab, sodass immer ein frischer Kuchen dasteht und wir essen den dann meistens nach dem Interview dann. Du kannst ja mal sagen, woran das liegt, dass wir nicht essen dürfen während des Interviews. Naja, man sieht hier vielleicht diese kleinen runden Scheiben, das sind unsere Mikrofone. Und wenn man da jetzt irgendwie seine Tasse hochnimmt, macht es noch nichts. Aber wenn man sie wieder runterstellt und das zu laut macht, dann, das war jetzt extra, dann haut es einem halt irgendwie die Ohren weg. Und deswegen bitte ich die Leute immer, dass sie nicht während des Interviews essen und trinken. Außerdem also, versteht man sie dann vielleicht auch besser. Also sowohl Kuchen als auch Tee sind durchaus echt und werden auch immer verspeist. Meistens schneller, als uns lieb ist, aber hinterher, so ist das. Dann die nächste Frage, die ganz oft kommt, ist die zu dem Zucker. Warum wir am Anfang des Videos, also in dem Trailer, der immer kommt, diesen weißen Zucker reingeschüttet haben in den Tee. Kannst du dazu was sagen? Weißt du auch nicht, ich auch nicht. Also der Trailer war eine ziemlich spontane Idee und dann haben wir wahrscheinlich einfach das genommen, was da war. Irgendwie musste natürlich ein bisschen Zeit noch vergehen. Also der Trailer soll einen ja ein bisschen runterkommen lassen und ein bisschen gemütliche Atmosphäre verbreiten. Und dazu gehört halt so eine gewisse Teezeremonie. Dass das jetzt nicht alles politisch korrekt ist, ist halt so. Aber das ist hier halt auch so. Ich meine, ja. Es ist nicht alles perfekt, es gibt ein Loch in der Decke und es... So ist es halt. So ist das halt. Ja. Dann, wenn ich gleich mal auf deine Arbeit zu sprechen kommen darf, unterscheidet sich denn das hier Aufnehmen von deiner normalen Arbeit als Tonmeister, die du machst? Ist das was ganz anderes oder ist das eigentlich so in etwa das, was du auch sonst tust? Also einerseits ist es natürlich das, was ich sonst auch tue, weil ich sonst auch Mikrofone hinstelle und versuche irgendwie einen guten Ton zu schaffen, aber es ist hier alles besonders schwierig oder herausfordernd, weil wir ja hier in dem Wohnzimmer sitzen, in dem eigentlich überhaupt keine Akustik herrscht. Damit habt ihr Musiker natürlich auch Probleme, weil es so ein D-Flügel wahnsinnig laut ist und ja, man ganz anders spielen muss und genauso nehme ich zwar hier auf, aber das meiste, also ein bisschen Raum muss ich dazu geben, dann damit es halbwegs nicht nach Wohnzimmer, sondern nach ein bisschen Konzertsaal klingt. Und das ist dann hier sehr speziell. Das macht man nur anders natürlich auch, wenn man keinen guten Raum hat, dass man ihn dann bastelt, aber insofern ist es eigentlich ganz normale Arbeit, aber jede Arbeit ist halt anders. Ja. Und darf ich fragen, was hat dich an dieser Situation hier besonders gereizt? Warum bist du so schnell, als diese Idee von uns beiden oder eigentlich hauptsächlich von Andreas im Dezember entstand, wieso bist du so schnell aufgesprungen und hast gesagt, ja, du machst mit? Das ist natürlich jetzt eine sehr schwierige Frage. Gib dir Mühe. Also man kann natürlich einerseits sagen, ihr kennt keinen Besseren, der das machen könnte, aber... Das kannst du ja dann rausschneiden. Ja, ich meine, ich bin mit euch schon seit Jahren befreundet und wir haben schon ziemlich viele auch andersartige Aufnahmen gemacht mit CDs oder was auch immer. Und alle wissen, wie die Situation im Dezember so war für die Künstler und dass ihr einfach das Bedürfnis hatte zu spielen. Und ja, dann wollte ich euch dabei halt auch helfen. Das ist toll. Ja, vielen, vielen Dank. Ich möchte euch noch ein bisschen mehr animieren, uns durch Fragen zu stellen, die ihr habt. Ihr könnt das per Mail tun, ihr könnt das über die Kommentarfunktionen auf den YouTube-Videos tun. Fragt euch die Dinge, die ihr gerne wissen wollt von uns, auch die ihr vielleicht von Christian jetzt habt, den ihr gesehen wissen wollt.
wie er so arbeitet, was er so macht. Kannst du mir so, weil das auch oft in den Fragen kommt, die ich bekomme, mir so kurz erklären, wie ist sozusagen der Ablauf vom Tag, an dem wir hier sitzen und aufnehmen, bis zum Erscheinen eines Videos auf YouTube? Was passiert dann noch zwischendrin alles? Also, wir kommen hier erstmal an. Wir haben ja auch so ein kleines Video vorbereitet, wie das hier aussieht im Zeitraffer, wie wir dann hier alles einrichten. Wir müssen natürlich das erstmal ein bisschen umbauen, das Wohnzimmer, damit wir den Platz haben, den wir haben wollen, weil die Sessel zum Beispiel ja auch, ich meine, das seht ihr bei den Konzerten dann auch, da stehen die auch nicht hier, also wir bauen auch zwischendurch immer wieder um. Und wir müssen natürlich Beleuchtung aufbauen, wir müssen die Fenster abdunkeln, damit man nicht merkt, ob es jetzt draußen hell ist oder dunkel und das Licht nicht zu sehr wechselt. Da haben wir auch sehr viel gelernt im Laufe der Zeit, wenn man sich so die ersten Vlogs anguckt und sie mit dem jetzt vergleicht. Und wenn es dann halt mal losgeht, dann nehmen wir halt auf, 1, 2, 3 Durchläufe und normalerweise versuchen wir wenig zu schneiden hinterher, weil man ja Bild immer analog dazu schneiden müsste oder muss. Wenn wir hier alles wieder abgebaut haben, dann mische ich meine Aufnahmen, schicke es den Musikern, die dürfen sich dann aussuchen, welche Fassung sie haben wollen. Und dann kriegt es der Stefan, der dann den Bildschnitt macht. Und irgendwann ist der Bildschnitt fertig und natürlich dürfen sich das die Musiker angucken und Andreas, ich geben auch unseren Senf dazu und sagen, was uns gefällt, was uns nicht gefällt und irgendwann ist es halt dann fertig. Mhm. Und dann kommen noch irgendwelche Schriften dazu. So. Das macht ja größtenteils der Andreas dann ins YouTube Fachstellen, in unseren Kanalstellen sozusagen, das macht ja alles der Andreas. Ja, so. Aber insofern, es ist schon ein bisschen Arbeit damit verbunden. Es ist schon viel Arbeit damit verbunden. Also ein Vlog kostet uns ganz schön viel Zeit. Ja, aber macht natürlich große Freude und ich glaube, dass es für die Musiker auch eine tolle Möglichkeit ist, nach wie vor noch ist, muss man sagen, weil natürlich unsere Situation noch nicht viel anders ist als vor einem halben Jahr, hier wirklich auftreten zu können und spielen zu können. Insofern glaube ich, sind die Musiker sehr glücklich darüber, dass sie das so machen können. Was ich auch erwähnen möchte, ist, dass die tollen Blumen, die wir immer hier stehen haben, unsere liebe Freundin, die Irene, immer bringt und das macht und sich ausdenkt, was wozu wie passen könnte. Das ist wirklich ganz, ganz toll. Also vielen, vielen lieben Dank, Irene, dass wir das so haben können. Und natürlich auch die Minjong. Also die, und die Minjong hat auch immer wieder Blumen gesponsert, genauso. Ja, tut jeder seinen Teil dazu und wir versuchen, euch alle 2 Wochen eine Sendung so zu bringen. Nun zum Abschluss würde ich sagen, bevor wir euch in die Sommerpause, in den wohlverdienten Urlaub hoffentlich und schönes Wetter und alles entlassen und uns dann vielleicht, wir wissen noch gar nicht genau, wie es weitergehen wird, wahrscheinlich im September, uns wiedersehen werden hier auf diesem Kanal, zeigen wir euch einfach noch ein paar lustige Szenen aus dem Making-of, beziehungsweise hier von unserem Versuch, ein normales Gespräch zu führen, was nicht wirklich gut geklappt hat. Ein paar Szenen, dass ihr seht, wie das normalerweise abläuft, wenn die Kameras eigentlich aus sind. Also wir wünschen euch viel Spaß. Sehen uns hoffentlich nach dem Sommer wieder und hoffen, euch auch da weiter schöne Musik präsentieren zu können. Vielleicht da rein, oder? Wie war das? Mhm. Ah. So. Den kann ich mit draufnehmen.
Im Making-of. Im Making-of. Aber nicht zu ernst gucken. Jetzt, ich muss mich jetzt einmal konzentrieren, bitte. Da kannst du gleich anfangen, aber... Liebes Publikum, wir freuen uns, euch heute zum letzten Vlog vor der Sommerpause begrüßen zu dürfen. Und heute ist ja alles ein bisschen anders. Ihr habt ja schon gehört, der Andreas, der aber jetzt gar nicht im Bild ist, hat... Oh Gott, Christian, ich brauche Konzentration. Also jetzt bitte mal etwas ernster. Das ist aber echt, das ist ja wirklich. Ach, aber jetzt mach ich so lange, dass er redet. Das hat er aber, das macht er absichtlich. Weißt du? Und ich muss mir jetzt meine eine Frage rausquetschen. Und da sind sie da. Und weil die Kamera ist. Mach ich dann so. So. Und begrüßen euch zum letzten Vlog vor der Sommerpause. Heute ist ja alles ein bisschen anders. Ihr habt ja schon gehört, der Andreas, der jetzt aber gar nicht im Bild ist. Also da kann ich jetzt wirklich nichts dafür. Aber ich sehe mich da hinten im Spiegel. Das ist ja interessant. So viel zum Making-of. Boah, kann ich nicht schon ganz weit das anfangen? Dann komme ich wenigstens bis zu deiner Begrüßung. Das klappt gar nicht. Andreas, willst du nicht das Interview machen? Das lass mal im Abspann. So nach 2 Minuten schwarzen Bildschirm lass mal das laufen dann. Für die noch dranbleiben. Ich muss jetzt mal. Das ist zwar nicht Covid-gerecht, aber. Wieso darf man Nase putzen auch nicht mehr? Nur mit Maske. Das war jetzt nur fürs Bild. Das ist schon rausgeschnitten. Das hättest du vorher machen müssen. Nee, das kannst du ja noch ins Make-up dann.